Willkommen zurück. Welcome back to Postmodern. Herzlich willkommen zurück zu der Postmodernen, eine Karte für die Gegenwart. Und es besteht ja ein neues Interesse seitens der Künstler. Und Henrike Naumann nimmt hier eine besondere Stellung ein, denn sie benutzt ja nicht nur Möbel neu, die für die Postmoderne stehen, sondern sie untersucht auch die gesellschaftlichen Bedingungen und wie sie auch die Situation gestaltet, in der wir uns aktuell befinden. Und wir haben hier zum Beispiel eine Ausstellungskultur und wie letztes Jahr auch therapeutische Installation für zu den Vereinigten Staaten von Amerika, und ihr aktueller Beitrag ist auch auf der Biennale zu sehen gewesen. Und Sie haben bitte das Wort, Henrike Naumann. Was kommt nach der Postmodernen? Ich sehe diesen Vortrag als Reaktion auf den Text der Ausstellung in der zweiten Postmoderne und dem Ausstellungskatalog der Bundeskunsthalle. Russland wird als postmoderne Diktatur gedeutet, und die Ukraine befindet sich in einem postmodernen Krieg. Und ich glaube, wir brauchen hier noch mehr Kontext. Ich verstehe die Faszination damit, die Übeltäter hier zu identifizieren, aber das geht zu Lasten der Perspektive der Opfer, die so sehr stark beeinträchtigt sind durch diesen Angriffskrieg. Putin hat fast 3000 Zeichen im Text und die Ukraine wird nur einmal erwähnt. Und dann werden sie auch noch als Nazis bezeichnet dort. Ein Text, der also eigentlich eine postmoderne Diktatur analysieren soll, verfällt aber den eigenen Mechanismen und verstärkt noch deren Narrative. Die Postmoderne kann die Sicht verdecken auf die Folgen, die das hat. Und deshalb möchte ich darauf reagieren und eine Frage stellen: Was kommt nach der Postmodernen? Kapitel 1: Tod. Das ist das M2 Mazda-Gebäude in Tokio, und das ist ein Standardobjekt bei jeder Ausstellung über die Postmoderne. Offensichtlich wurde es gebaut von Hobbykünstlern wie ein postmodernes Gebäude, und der Architekt Honoré Kuma, der später bekannt wurde für die traditionelle japanische Ästhetik mit Holz und natürlichen Materialien, hätte sehr gerne, dass dieses Frühwerk sei von ihm vergessen. Wird. Aber die Architektur bleibt halt eben lange bestehen. Das Gebäude wurde 1991 fertiggestellt, als die klassische Postmoderne an ihr Ende kam. Gleichzeitig hatte die Postmoderne schon eine Renaissance in Geschäften in Ostdeutschland, in dem ehemaligen Ostblock, und die alten Designs konnten neue Kunden finden, die ihr Zuhause neu gestalten wollten, und zwar auf dem westlichen Stil. Der M2 wurde gebaut als ein großes Ausstellungsgebäude für Autos von Mazda. Es fanden dort Messen und Verkaufsveranstaltungen statt. Aber als die Wirtschaft in Japan zusammenbrach, musste das Gebäude 1995 geschlossen werden. Und deshalb war ich neugierig darauf, was jetzt in diesem riesigen Denkmal der Postmodernen heute geschieht, wie die japanische Gesellschaft, als ja vieles neu aufgebaut werden musste nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, wie sie dann dieses außergewöhnliche Gebäude sahen. 2018 also reiste ich in die Außenbezirke von Tokio, um mir diesen Tempel der Postmoderne genauer anzuschauen. Aber was ich im Inneren fand, übertraf meine wildesten Erwartungen. Das Gebäude war übernommen worden von einem Gebäude namens Memoli, das 1991 gegründet worden war, und das Unternehmen war tätig im Bereich der Durchführung von Beerdigungen, der Vorbereitung der Leichen und der Verbrennung der Leichen. In den Hallen, also in denen wir hier große Ausstellungen hatten, zu Beginn der 90er, fanden wir hier Blumen, Bouquets und Särge.
Ich war sehr verwirrt durch die Atmosphäre und die verschiedenen Schichten der Geschichte, der Vergangenheit dort. Und ich ging mit meiner Analogkamera durch das Gebäude und ich versuchte, etwas zu erfassen von dem Nachleben der japanischen Postmodernen. Ich konnte es kaum fassen, gleichzeitig aber ergab es sehr viel Sinn. Wie nach dem Wirtschaftszusammenbruch der Konsumtempel zu einem Tempel des Trauerns gemacht wurde. Bei meinen Recherchen wollte ich also diese unterschiedlichen historischen Schichten einander gegenüberstellen, auch mit Archivaufnahmen von jungen afrikanischen Frauen, den sogenannten Car Girls, die neben den Autos standen. Ihre Kleidung habe ich in Bezug gesetzt zu den Vorhängen und Stoffen in den aktuellen Räumen. Und das sprach davon, dass wir nichts über sie und ihr Leben wissen, sondern nur, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt sie die Aufgabe, den Beruf hatten, diese Autos zu präsentieren. Und dann neben einem leeren Raum, dort haben wir Verlust, jemand ist nicht mehr da. Meine Recherche in Tokio konzentrierte sich auch auf den Modezusammenhang zwischen Tsinkasa, das heißt im Kongo, und den japanischen Designern der 80er Jahre. In dem Krieg im Kongo in den 90ern bildeten sich verschiedene Gruppen und diese kleideten sich vor allem mit den Entwürfen von Comme des Garçons, Ishimoto und anderen japanischen Modegestaltern. Ich interessierte mich dafür, für diese Designs, die in den 80ern als Post-Atom-Mode bezeichnet wurde. Und ich wollte dies weiter ergründen und ich wollte auch erforschen, welche Rolle die Erinnerung an den Krieg spielte und warum diese Kleidung so beliebt war im Kongo-Krieg. Die Rolle von Japan im Zweiten Weltkrieg, es war ja eine der Axismächte mit Italien, Deutschland und es gab sehr viel Kolonialismus und das führte zu Angriffen der Alliierten. In Nagasaki und Hiroshima untersuchte ich die Arbeit von Yoshio Yamamoto und Miyake. Als Kind hatte Miyake den Abwurf der Atombombe in Hiroshima überlebt. Yamamoto sagte in einem Interview mit Wim Wenders 1989, dass, weil sein Vater nie aus dem Krieg zurückgekehrt war, der Krieg für ihn nie aufhörte. Und deshalb gab es für ihn keine Nachkriegszeit, so sagte er. Und jetzt nach Nachkriegsjapan, vor allem zu dem Höhepunkt der Blasenwirtschaft in den 80ern, vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Und ich sammelte dann diese Uhren, die offensichtlich jeder damals bekam, von den Arbeitgebern nach Jahren der Arbeit. Als die Bombe 1945 über Hiroshima abgeworfen wurden, blieben alle Uhren gleichzeitig stehen, und zwar um 7:45. Und ich habe meine Uhren auch auf diese Zeit gestellt. Und dies betrifft das Trauma des Krieges, das immer noch vorhanden ist in der wohlhabenden Nachkriegsgesellschaft. Was kommt nach der Postmodernen? Kapitel 2. Krieg. For my following chapter on Isolatia. I'm drawing intensely on the research of Ukrainian scholar Katerina Yakovlenko. Ich schloss mich an die Forschungen einer ukrainischen Wissenschaftlerin ein. Wir hatten Gespräche und sie hat ein Essay geschrieben über die Postmoderne und den Krieg in der Ukraine. Und ich schlage vor, dass Sie dies lesen online von An Isolation und auch, was ehemalige Gefangene geschrieben haben, das heißt verschiedene ukrainische Kriegsgefangene, nämlich The Torture Camp on Paradise Street und In Isolation. Im letzten Monat nahm ich an der Kiew-Biennale in der Ukraine statt. Ich reiste dorthin, denn ich wollte vor Ort etwas gestalten und ich beschloss vor allem mit männlichen Künstlern zusammenzuarbeiten, die das Land ja nicht mehr verlassen dürfen. Meine Arbeit betrifft die Tatsache, dass jeder männliche Künstler ein potenzieller Soldat ist und die Unterhaltung in der Ukraine halfen mir, die Situation unserer Kollegen dort besser zu verstehen.
aber auch der blinden Flecke, die wir haben hinsichtlich der Rolle der Kunst in diesem Krieg. Von einem Kurator in Donetsk in der Ostukraine hörte ich etwas über dieses Kunstzentrum Isolatia. Das ist eine Initiative, und zwar in dem Gebäude einer ehemaligen Isolierungsfabrik in Donetsk. Das wurde zu einem wichtigen Kunstzentrum in der Region. Die sowjetische Geschichte wird hier ausgestellt, aber auch künftige Konzepte für die Region. Sie haben sehr viele Projekte und Ausstellungen durchgeführt mit ukrainischen und internationalen Künstlern. Sie haben sehr groß angelegte Projekte hergerichtet in diesen industriellen Gebäuden. Im Juni 2014 wurde der Komplex von den Russen eingenommen und umgewandelt zu einem illegalen Gefängnis. Gebäude, die für Kultur und Kunst benutzt wurden, sind jetzt Orte der illegalen Verhaftung, Folter und Exekutionen durch Erschießungskommandos. Ausgehend von den Aussagen ehemaliger Künstler werden die Gefangenen unter unmenschlichen Bedingungen gehalten und sie müssen Zwangsarbeit leisten und werden körperlich misshandelt. Als ich etwa vorüber Isolatio hörte, war ich mehr als geschockt. Als Künstlerin und als jemand, der auch in Kunsteinrichtungen seit über 10 Jahren arbeitet, hat mich das ständig persönlich verfolgt. Was mich aber vor allem gestört war, dass ich niemals etwas über Isolatio gehört hatte. Ein Kurator aus Donetsk beschrieb es folgendermaßen: 2014 verloren wir den Informationskrieg. Und dies erinnerte mich an viele Unterhaltungen, die ich in Deutschland führte, und die Leute argumentierten oft eigenartig, und wenn wir über die Ukraine, Oligarchen und Nazis sprachen. Auf dem Bild sehen wir hier eine Folterkammer in Isolatia mit Geräten für Elektroschocks. Und die Bilder, die wir hier sehen, wurden anonym zwar öffentlicht 2019 durch den Telegram-Kanal von Kikratorisks, und diese wurden von ehemaligen Gefangenen aufgenommen. Und wer der Traktorfahrer ist, bleibt unklar, aber sein Name erinnert an die russische Propaganda und erinnert an die Behauptung von Putin 2015, dass diejenigen, die im Donbass kämpfen, sind die ehemaligen Traktorfahrer und Bergarbeiter sind. Hier sehen wir die Benutzung des ehemaligen Kunstzentrums als Gefängnis nach der Übernahme. Das ist ein Exzerpt des Menschenrechtsunterstützungskörpers der UN, nämlich welche Foltermöglichkeiten im bewaffneten Konflikt in Ostukraine stattfanden, 2014 bis 2021. Und da geht es um die unterschiedlichen Foltermethoden, die in Isolatia genutzt wurden. Welche Rolle spielt die Kunst in diesen Bereichen? Ich möchte Ihnen kurz dieses Video aus dem Jahr 2014 zeigen, ein Exzerpt eines Interviews mit selbst ernannten Vorsitzenden des Komitees, Leonard Barikov. Er spricht über die Kunst, die vor der Übernahme des Zentrums dort ausgestellt wurde. Ja. Ja,
Er spricht darüber, dass die Kunst, die dort gezeigt wird, Pornografie und Drogenmissbrauch befördert und eine negative Auswirkung auf junge Menschen hat, die ja eigentlich heiraten sollen, Kinder bekommen sollen und damit exponentiell die Bevölkerung der Republik vergrößern sollen. Die Bücher, die er zeigt als Beispiel dieses Verfalls, sind Kunstbücher von Boris Michailow, ein extrem berühmter Fotograf aus Kharkiv, der berühmt wurde über die extremen Realismen der post-sowjetischen Gesellschaft. Er zeigt zudem das Buch Futuring von den queeren Künstlerinnen aus Deutschland, Eva und Adele. Und er zeigt auch No Fashion Please, ein Buch über Fotografie und Gender. Ein ehemaliger Gefangener hat berichtet, dass in seiner Zeit in diesem Gefängnis, wo er ja nicht wusste, wo er war, dass er dort einen Kunstkatalog in einer der Zellen gefunden hatte. Und damit wurde ihm bewusst, wo er tatsächlich war. Die Arbeit Homo Bulla von Maria Kulikowska aus 2012, eine ukrainische Künstlerin, war eine der Arbeiten, die auch nach der Übernahme von den Truppen vor Ort blieb. Da geht es um Frauen, die quasi in ihrem Körper wiederhergestellt wurden mit der Nutzung von Seife. Diese Seifenskulpturen wurden dann später von den Soldaten als Ziele benutzt, um die Schussfertigkeiten zu verbessern. Die Künstlerin hat reagiert auf diese Übernahme ihrer Kunst, indem sie teilnahm im Film Zabuti, die Vergessenen von Daria Olischenko. Sie spielte dort die Rolle einer Journalistin, die für einen Propagandakanal arbeitet. Die Arbeit Make-up der kamerunischen Künstlerin Pascal Marie Ntayu von 2012 beschäftigt sich mit der Rolle, die Frauen in der Postkriegs-, in der Nachkriegsentwicklung von Kunst im Donetsk handelt. Das ist eines der Beispiele dieser Kunst. Diese Arbeit wurde durch die Besatzungskräfte zerstört. Die Skulptur, die den Lippenstift darstellt, passt zu unterschiedlichen Arbeiten der Postmoderne. Das Video, das man hier sieht, beziehungsweise das Bild, erinnert mich an die Zerstörung von Häusern in St. Louis 1972, die ja den Tag markieren, als die moderne Architektur starb und die Postmoderne quasi geboren wurde. Was
Und mit diesen Bemerkungen möchte ich unterstreichen, was für ukrainische Menschen und Künstlerinnen in diesem Krieg auf dem Spiel steht. Die russische Besetzung der Ukraine bedeutet nicht, dass eine Garage für zeitgenössische Kunst in Kiew eröffnet wird. Die russische Besetzung in der Ukraine bedeutet die Neubildung, die Ablenkung und auch die Verbannung von Kunstwerken. Es bedeutet ein Auslöschen der Geschichte und der Menschen. Das passiert in Echtzeit, jetzt, wo wir hier sprechen. Und das ist im Grunde genommen die Bedrohung, der sich ukrainische KünstlerInnen ausgesetzt fühlen. Mit jeder Ausstellung, die hier in Deutschland stattfindet, wo im Grunde genommen zum Frieden aufgerufen wird, wo gleichzeitig aber die Künstlerinnen und Künstler in der Ukraine bedroht werden, inmitten dieses brutalen Krieges. In der offiziellen Kunst unter Stalin war es so, dass die Darstellung von der weiblichen Arbeit nicht viel gesehen wurde. Aber es gibt eine Ausnahme hier in diesem Werk, beispielsweise von Alexander Daneba 1947, die in Moskau ausgestellt wird. Da sieht man die Arbeiterinnen auf idealisierte Art. Sie sind nicht ermüdet durch die harte Arbeit, sondern sie haben im Grunde genommen Spaß bei der Arbeit, sind enthusiastisch. Hier sieht man die Region Donetsk. Und um es mit Katharina Jaklowenkas Worten zu sagen, die utopische Idee dieser nachhaltigen Arbeit, natürlich Ressourcen, die tägliche heldenhaften Arbeitsweisen der jungen Frauen, die im Grunde genommen die Grundlage der Sowjetunion erschafften, durch Hand der Sowjetmenschen erreicht. Nach der Besetzung der Ostukraine und der Zerstörung und Auslöschung der postmodernen und zeitgenössischen internationalen Kunst kam es zu neuen Ausstellungen, Kunstausstellungen in der Donetsk-Region. Und die kann man, da erkennt man auch den Stalinismus wieder. Dieses zeitgenössische Bild von dem Künstler aus St. Petersburg, Alexander Novoselov, 2017, wurde in einer Ausstellung in Donetsk gezeigt, und zwar im Jahr 2017. Man sieht dort viele Bilder über den großartigen patriotischen Krieg, über das Soldatenleben, aber es gibt auch Bilder wie dieses hier. Und Leonie Baranov hat wahrscheinlich genau daran gedacht, als sie über die Kunst sprach, wie diese Kunst junge Menschen beeinflusst, um sich zu verändern. Mehr und so im Grunde genommen die Bevölkerungszahl in die Höhe zu treiben. Aber die Kunst hat sich natürlich auch in der Öffentlichkeit verändert. Nach 2014 sah man immer mehr Poster wie dieses hinter mir in der Region Donbass. Auf diesem Bild sieht man ein bekanntes Poster aus den 40ern von Irakli Toitzda. Der Slogan auf der linken besagt, schließt euch der Miliz in Donbass an. 2017 wurde zum 100. Mal die 1917er Revolution gefeiert. Das waren Poster, die im Grunde genommen dazu aufgerufen haben, dass man die Militärkräfte unterstützt und den Krieg in der Ukraine fördert. Da wird im Grunde genommen ein Poster aus dem Jahr 1942 gezeigt vom Pokrinizi-Kollektiv. Ein bekanntes Bild. Hier sieht man die Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wassil Schabayev beispielsweise scheint hier auch auf. Die Propagandisten haben versucht, eine neue Identität zu kreieren, nicht auf regionaler Ebene, sondern auf historischer. Dort wird sich bezogen auf die stalinistische Propaganda und es wird sich gerichtet an das Sowjetreich. Das Ziel war, eine Verbindung zu erschaffen zwischen der visuellen Repräsentation von gerechtfertigter Gewalt, die mit einbezieht, dass man den Stalinismus nicht hinterfragt, sondern den westlichen Gegner mit den Nazis gleichsetzt. Was kommt nach der Postmoderne? Kapitel 3.
Faschismus. Nachdem wir uns angesehen haben, was in Japan und der Ukraine nach dem Postmodernismus passiert ist, wollen wir uns jetzt auf Deutschland fokussieren. Vor allem das Deutschland, das ich kenne, nämlich das ländliche Gebiet um Zwickau, also wo ich groß geworden bin. Postmodernes Design, Architektur haben die Gegend geprägt. Vor allem, weil es der ästhetische Stil war, der nach dem Ende des Sozialismus verbreitet war. Aber manchmal war es auch so, dass man noch Spuren vom Humor, von Postmodernismus sieht. Das ist die Arno-Schmidt-Straße in Wildenfels. Die wurde in den 1990ern gebaut in einem Gewerbegebiet außerhalb Zwickaus. Da haben wir die Gewerbestraße, die daran grenzt und der einzige Zweck dahinter ist, dass die Leute von der Autobahn zu McDonald's abfahren. Das Ganze wurde benannt nach Arno Schmidt, ein Schriftsteller, der im Grunde genommen die exzentrische Brücke zwischen postmodernistischem Schreiben und in anderen Bereichen in Deutschland ist. Und diese Straße führt eben zu McDonald's. Und für mich scheint das fast eine konzeptionelle Intervention von einem westdeutschen Stadtplaner, der sich selbst an seinem Witz erfreut. Als ich noch an der Universität war und meine Familie in Zwickau besuchte, habe ich immer eine Mitfahrgelegenheit bei diesem McDonald's in Anspruch genommen. Während ich studierte, habe ich auch mein Interesse für die Postmoderne entdeckt und viele Dinge machten plötzlich Sinn, wo die Ästhetik, wo die Referenzen herkamen, die mich in den 1990ern in Ostdeutschland erreicht hatten, als Kopie einer Kopie einer Kopie. Ich widmete meine künstlerische Arbeit in den nächsten Jahrzehnts des Erbes der Postmoderne in Deutschland. Wie geht es da beispielsweise um die Wiedervereinigung? Was bedeutet es, dass diese Teile Teil des Westens werden? Und welche politischen und sozialen Entwicklungen fanden in den 90ern zwischen diesen Möbelstücken statt? Was kommt also nach der Postmoderne? 2017, nach den schrecklichen Wahlen in Deutschland, wo dann die AfD plötzlich drittstärkste Partei in Deutschland wurde, da hat sich im Grunde genommen die Teilung Deutschlands wieder mal gezeigt in den Wahlergebnissen. Die Freiwillige Feuerwehr in der Heimatstadt meiner Mutter hat ein Bild in Auftrag gegeben für die Feuerwehr. Und in diesem kleinen Dorf ist es im Grunde genommen so, dass das einzige öffentliche Kunstwerk im Ort ist. Auf dem Bild sieht man den Ausblick vom Küchentisch meiner Mutter aus. Sie und all ihre Gäste blicken im Grunde genommen immer auf dieses Kunstwerk. Das Bild ist jenseits allem, was sich Menschen, die bei uns im Kulturbereich arbeiten, jemals als Kunst vorstellen würden. Der Feuerwehrmann ist der Retter dieser blonden Frau. Er rettet sie aus dem brennenden Haus und darunter steht Anno 1940. Und damit bleibt kein Zweifel daran, auf welche Zeit sich die Feuerwehr damit bezieht. Und wenn man sich jetzt kunsthistorische Referenzen finden will in diesem Bild, und für mich ist das eine Strategie, um mit verstörendem Material zu arbeiten, da denke ich an Jeff Koons Frau Ilona Cicciolina Stalla und deren gemeinsames Werk Made in Heaven aus dem Jahr 1990. Aber das Bild erinnert mich auch an Abbildungen von Nazikriegern als Helden aus den Propagandabildern der damaligen Zeit. Der 1930er. Aber was sagt uns das Bild darüber, was nach der Postmoderne kommt? Nach dem Fall der Mauer, dem Ende des Sozialismus in Ostdeutschland, gab es auf Seiten Ost- und Westdeutschlands Sorgen, dass diese zentralistische Macht wieder zurückkehren würde. Viele politische und kulturelle Entscheidungen in den 1990ern basierten also auf dieser deutschen Version einer postsozialen Glaubens an die rote Angst. Und das Ganze führte zu einem Austausch zwischen den beiden Deutschlands zur Privatisierung innerhalb Deutschlands und zur Ersetzung ostdeutscher Kunst mit westlichen Kunstwerken.
Es gab plötzlich in Ostdeutschland immer mehr westdeutsche Professoren aus dem Kunstbereich, die dann übernahmen, und zwar in Dresden beispielsweise, Halle und so weiter. Jüngere KünstlerInnen und Künstler kamen nach, und diejenigen, die in Ostdeutschland geprägt wurden, werden erst seit wenigen Jahren im Grunde genommen wieder gehört. Diese vergessene Kunstgeschichte erfährt jetzt mehr Aufmerksamkeit. Aber all die Bemühungen, den Faschismus nicht unbedingt interessanter zu machen, waren wahrscheinlich nicht notwendig, denn in Zeiten der Krise, im politischen und kulturellen Vakuum, ist das, was zurückkehrt, das, was immer schon unserer deutschen Gesellschaft zugrunde lag, und zwar auf fundamentale Art und Weise. Im Westen, aber auch im Osten Deutschlands. Was kommt jetzt nach der Postmoderne? Sind die Dinge, die bereits davor hier waren? Oder sind es die Dinge, die schon immer da waren? Die Herausforderungen, die die Postmoderne vielleicht versteckt, während wir in unseren farbigen Stühlen und Sesseln sitzen und fasziniert sind von der Ironie der Welt, während wir versuchen, mit Posts auf den sozialen Medien Kriege zu beenden, ist es vielleicht schon zu spät. Vielen Dank.